Freunde, etwas Tragisches, ein Unglück ist passiert. Vor einer Woche hat sich ein Vogel, ich denke eine Drossel, bei uns im Fohlentunnel in den Netzen verfangen. Die Netze, die ich nutze, um halt die Melonen und die Gurken von den Tomaten abzugrenzen. Da können sie dann raufklettern, damit sie nicht in die Tomaten reinwachsen und da den Anbau etwas erschweren. Normalerweise hüpfen die Vögel oben auf die Drähte rum oder sind dann unten am Boden bei den Tomaten und picken sich dann da das raus, was sie brauchen. Irgendwelche Insekten, Samen und fliegen dann wieder über die Türen hinaus. Das war jetzt das erste Mal, dass ich ein gefiederter Freund im Netz verfangen hatte, nicht mehr raus konnte und dann ziemlich lautstark mit den Flügeln geschlagen hat. Das konnte ich hier hören, als ich zum Beispiel ein Video aufgenommen habe. Hab mich gefragt, was das für ein komisches Geräusch ist, bin in den Tunnel reingegangen und hab ihn dann bemerkt. Hab dann prompt meinen Vater geholt und wir haben ihn dann versucht vom Netz zu befreien. Mein Vater hat ihn ganz vorsichtig gehalten, während ich versucht habe mit dem Messer die Netze aufzuschneiden, damit man den Vogel leichter rausheben. Verlief alles eigentlich einwandfrei, wir konnten ihn befreien, doch als wir ihn dann befreit haben, hat er nochmal lautstark einen Schrei von sich gegeben und ist dann plötzlich verstummt. Nun war er komplett regungslos. Ich und mein Vater waren ziemlich verwundert, habe ihm auch prompt gefragt, ob er ihn zu stark gedrückt hätte. Er hatte gemeint, nein, hat ihn nur ganz sanft und leicht gehalten, weil er ganz genau weiß, dass so ein Vogel ziemlich zierlich ist. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und habe dann auch gemerkt, dass halt Vögel in solchen Stresssituationen in eine Art Schockstarre kommen können, von einer halben Stunde bis eine Stunde verweilen können, bis hin zu mehreren Stunden, wenn es ein stärkerer Stress war. Tun wir ihn erstmal an eine ruhige Stelle hinlegen und gucken, was dann mit ihm passiert. Erstmal haben wir ihn am Boden hingelegt, vor der Regentonne, wo ich dann die ganze Recherchearbeit dann gemacht habe, was wir mit dem Vogel dann überhaupt jetzt machen sollen. Und natürlich in Beobachtung, dass keine Katze kommt und ihn reißt, und haben ihn dann letztlich auf einer erhöhten Position gestellt und dort in eine Kiste mit Holzwolle reingelegt und einfach abgewartet, ob irgendwas kommt, ob er sich wieder rührt, wieder zu Bewusstsein kommt. Nach mehreren Stunden und auch über die Nacht hinweg ist leider nichts passiert. Der Vogel war immer noch regungslos und immer mehr Fliegen haben sich vermehrt an ihn getummelt. Tot. Um den kleinen Piepmatz die letzte Ehre zu erweisen, habe ich ihn genommen, bin zum Schrebergarten gefahren, dort ein Loch ausgehoben und ihn dort bestattet. Natürlich auch ihm eine Schweigeminute gegönnt. Im Schrebergarten deshalb, weil mein Vater im Urlaub da sehr aktiv war und hat da einiges an Gestrüpp rausgeräumt, ein bisschen aufgeräumt, weil er dort auch noch ein, zwei Bäume reinpflanzen möchte. Und dort, wo ich den Vogel begraben habe, da wird dann ein Baum hinkommen, in Gedenken zum kleinen Freund. Er hat sein Leben verloren und deshalb möchte ich mehreren Vögeln und Insekten ein Zuhause bieten. Für mich war das alles eine komische Situation, das erste Mal, dass überhaupt sowas passiert, und ich habe wirklich gehofft, dass der Vogel wieder aufwacht. Das wäre ein schönes Erlebnis gewesen. Die Drossel. So spielt das Leben. Traurige Sachen passieren, aber dazu gehören auch die Sachen, an denen man sich erfreuen kann. Yin und Yang natürlich. Und jetzt beginnt gerade die Hochsaison und ich kann sehr viel ernten. Besonders gefreut habe ich mich gestern, wo ich hier dieses Video aufnehme. Und zwar konnte ich von der Sorte Pusza Colossos, eine ungarische Riesenfleischtomate, bis jetzt die größte Frucht von 1,17 Kilogramm ernten, waren. Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Richtig großer Oschi. Habe ihn auch zum Glück gestern geerntet, weil er angefangen hat zu schimmeln. Und das ist halt bei so wasserhaltigen Früchten ziemlich drastisch, weil die halt durch das Wasser, die Pilzsporen, sich auch in die Frucht sehr schnell innen verteilen können. Allerdings eine enorme Belastung für die Pflanze. Schon oft passiert, dass ich auch zwei Tomatenhaken an eine Pflanze hinhängen musste, weil bei einem die Fruchtlast so stark gewesen ist und deshalb der Faden gerissen ist. Und bei so vielen Sorten, wie ich die jetzt hier angebaut habe, Ananas, Tomate, Pusza, Colossus und einige andere Ochsenherz- oder Herztomaten, kommt da schon ordentlich Gewicht dran und
Ja, da muss man halt dann Vorkehrungen treffen. Ist halt immer unschön, die Pflanze am Boden vorzufinden, wenn man den ganzen Tag irgendwas zu tun hat und denkst, ja. Aber noch nie ist eine Frucht aufgeplatzt. Zum Glück, zum Glück. Täglich kann ich gut 3 bis 5 Kilo ernten. Und das hat die unterschiedlichsten Farben und Variationen. Die schmackhaften Blush Tiger oder auch die richtig süßen, ertragreichen Eva Sweet White Cocktail Tomaten, die auch bis jetzt die größten Pflanzen bei mir sind, auch schon gut 3 bis 4 Meter groß. Ochsenherzen in verschiedenen Farben und Variationen, die Ananas Tomaten, die geflammten, die süßen, so eine große und schöne Vielfalt, die man im Supermarkt überhaupt nicht kennt. Die grüne Molladische, Sergeant Peppers, Bronze Shell, Butterscotch, die weiße Zucker. Wirklich ein Traum und nicht nur für mich, sondern auch für meine Nachbarn, weil letztens die Nachbarin zu mir gekommen ist und sie mir erzählt hat, dass ihre Söhne immer so eine Abneigung gegen Obst und Gemüse haben und der Sohn zum Beispiel, wenn er dann die Tomaten aus dem Supermarkt isst, die findet er irgendwie so wässrig. Manchmal hat er dann eine allergische Reaktion bei denen, weil die halt unreif geerntet werden. Manchmal auch mit Ethylen besprüht werden, also nicht eine optimale Reife. Und dann fängt es an, hier am Hals zu kratzen. Das habe ich zum Beispiel, wenn ich unreifes Obst esse, dass dann sehr schnell ich im Hals ein Kratzen bekomme. Bei den Gurken im Supermarkt kann es dann mal passieren, wenn sie schon zu alt werden, dass sie dann mehr essighaltig werden. Zu wässrig vielleicht auch und dann nicht den optimalen Geschmack haben und deshalb der Sohn von ihr auch schon eine kleine Abneigung gegen Gurken entwickelt hat. Aber nicht bei meinen Gurken zum Beispiel, die halt recht jung geerntet werden, wo ich auch noch darauf achte, dass sie ordentlich gegossen werden, aber auch nicht zu viel, dass sie nicht zu wässrig werden. Genauso wie bei den Tomaten, dass sie auch nicht zu wässrig werden, sondern einen guten Geschmack haben und auch die Bodenpflege dafür sorgt, dass die Früchte an Geschmack bekommen und von den Sachen kann er nicht genug bekommen. Und natürlich Chemie ist auch nicht drauf geworfen. Besonders angetan ist er auch von den Wildtomaten. Eine Sorte, die man wunderbar auch im Freiland setzen kann. Ertragreich. Bisschen vom Ernten, vom Pflücken her aufwendiger, weil man halt dann etwas aufwendiger die einzelnen Früchte von den Rispen entfernen muss. Ist halt dann mehr so eine meditative Arbeit. Oder ich mache es halt mit meinem Vater und dann können wir über seine Probleme sprechen, über meine Probleme. Oder einfach über schöne Sachen, was uns alles bewegt. Finanzen. Männersachen eben. Lieblingstomatensorten. Schreib mir das gerne unten in die Kommentare, welche Kriterien du da hast, auf welche Sorten setzt du denn besonders und für was baust du denn Tomaten an? Mehr zum schnell vernaschen oder mehr dann so zum Soßen machen. Trotz meiner massiven Tomatenschwemme, bei mir hat es schon im Anfang Juli begonnen und habe jetzt schon gut 100 Kilo plus ernten können, gibt es natürlich auch Leute, bei denen, die konnten noch gar nichts ernten, haben die Tomaten im Freiland rausgesetzt zu den Eisheiligen und da noch ein bisschen Geduld haben, ist ganz normal, dass halt so Anfang, Mitte August dann bei euch auch das anfängt mit der Reife, je nachdem, welche Tomatensorten ihr dann angebaut habt, frühere Sorten oder spätere, da ein bisschen Geduld und natürlich manche, da hat es auch schon vorzeitig die Braunfäule erwischt, bei mir im Tunnel teilweise ein paar Pflanzen. Das waren dann überwiegend schwächere Pflanzen, die sie jetzt immer noch haben. Und in Social Media, in der Facebook-Gruppe, hat dann auch einer geschrieben, weil dann bei Kraut- und Braunfäule reagieren die Leute halt sehr empfindlich. Da wird dann mal gesagt, du musst sofort die Blätter entfernen. Wenn du das nicht machst, dann wird dein ganzer Bestand davon befallen. Und das geht dann in wenigen Tagen. War dann wieder so ein Kommentar, wo es dann so, ich sag mal, hysterisch zuging. Und bei mir sind halt schon Tomaten drin. Die haben schon die Braunfäule seit 1-2 Wochen. Da verbreitet sich jetzt die Sporen jetzt nicht so invasiv oder pandemisch, dass dann jetzt die anderen Pflanzen mit betroffen werden. Die Pflanzen, die kräftig sind, die bekommen das überhaupt nicht. Die stehen immer noch kräftig da. Die halt schwach sind, bekommen es halt schneller, wenn dann wieder ein ungünstigeres Wetter kommt, wo halt sehr viel Regen und es noch kühler wird, dann wird sich der Pilz viel weiter und schneller ausbreiten. Jetzt so bei 30 Grad, trockene Luft, sonnig, überhaupt gar kein Problem und da muss man einfach gucken, dass der Boden halt ordentlich ist, dass er schön aufgebaut ist, voller Leben und auch die optimalen Bedingungen für die Tomaten gegeben ist. Dann wird sich auch die Braunfäule nicht so schnell ausbreiten, wenn auch mal die Pflanze welches bekommt. Neben der Tomatenernte läuft auch die Gurkenernte super. Gibt es auch mal so fette Oschi-Schlangengurken bis zu 500 Gramm. War am Anfang so ein bisschen ja, holprig mit dem feuchten Juli, aber jetzt
Mehltau auch schon zum großen Teil überwunden. Die Pflanzen haben sich wunderbar erholt. Ich tue sie auch jetzt zeitweise nicht mehr mit Knoblauchsud besprühen. Kommen, treiben alle wieder raus. Mehltau eingedämmt, finde ich super und kann mich jetzt immer noch auf gute Gurkenernten freuen. Ach, leckere Gurken. Wenn ich im Tunnel zum Gange bin, die Tomaten etwas ausgeize und das Blätter entferne und die Ackerwinde und die Disteln rausrupfe, dann passiert es auch manchmal, dass ich an den hinteren Seiten, also ich habe an den Rändern zum Netz zwischen Tomaten und Gurken und Tomaten und Melonen habe ich ja Zwiebeln reingesetzt. Da ziehe ich dann ab und zu mal eine raus und da sind da auch dann faustgroße Zwiebeln mit dabei. 300 bis 400 Gramm, manchmal auch 500, also einen halben Kilo. Richtig schöne Oschis und da werde ich jetzt auch nach und nach die Zwiebeln rausholen. Das effizienteste Rausholen aus der Fläche, was überhaupt geht. Ich habe halt die Zwiebeln kurz bevor ich die Tomaten reingesetzt habe, da an die Ränder reingesetzt, wo dann die Tomaten auch problemlos wachsen können. Die Zwiebeln haben im Frühjahr und im frühen Sommer dann genug Licht bekommen, bis dann die Tomaten so groß waren, dass sie dann überschattet haben. Habe dann rechtzeitig die Blüten rausgenommen und Resultat, schöne große Lagerzwiebeln. Stuttgarter Riese ist die Sorte. Bohnen kann ich jeden Tag täglich gut ernten. Freuen sich meine Kunden auch sehr gut, weil Bohnen esse ich ja nicht. Hab die jetzt nur angebaut, um halt da in dem Streifen, wo ich sie jetzt reingesetzt habe, neu angelegt worden ist. Und ich möchte ja da ein bisschen Stickstoff mit in die Fläche rein integrieren. Und wie gesagt, meine Kunden freuen sich darüber. Konnte da auch schon mehrere Kilo ernten. Bin zufrieden, mache es jeden Tag auch weiter, damit sich immer wieder neue, weitere Blüten bilden. Buschbohnen sehr ertragreich und hier die Feuerbohnen, die einen guten Schatten spenden. Genauso wie die Trauben hier. Da werden jetzt auch schon die ersten Trauben reif. Der erste Wein, die Wespen, die freuen sich auch drüber. Ist eine schöne russische Sorte, eine blaue. Richtig lecker. Und noch mit Kernen. Gehört dazu. Nicht ganz so süß, eine angenehme Süße. Weiterer Misserfolg, der sich jetzt schon zeigen lässt, und zwar die Melonen. Durch die Wetterbedingungen und Umstände haben sie halt sehr schnell Pilz bekommen. Konnte auch schon die ersten ernten. Die ersten Honigmelonen von der Banane und von der Olivine, die Sorten. Wassermelonen auch so mehr schlecht als recht. Im Tunnel wachsen sie jetzt auch nicht gerade so gut. Ich werde sie dann zeitnah auch rausnehmen und entfernen, damit ich dann hier die Endivie und den Grünkohl reinsetzen kann, die jetzt gerade in der Voranzucht sich wunderbar machen. Sehr schön viele Pflanzen. Beim Grünkohl muss ich jetzt gerade ein bisschen aufpassen auf den Kohl, weiß nicht, dass er da nicht seine Eier ablegt, damit da halt dann die Raupen später den Grünkohl nicht abfressen werden. Aber dann bald in ein, zwei Wochen werden dann schon die ersten Herbstsalate und Wintergemüse an den entsprechenden Flächen rausgesetzt. Auch bei den Paprikas läuft es eher schwierig. Die Pflanzen wachsen gut, tragen auch zum Teil massiv an Früchten. Nur die Schnecken sind halt manchmal immer bei den schönen, guten Früchten dran, bohren sich dann ein Loch rein und dann fangen sie halt dann schnell auszutrocknen und zu schimmeln. Zum Glück habe ich andere Nachbarn, die sehr gerne grüne Paprikas nehmen. Und wenn sie einen kleinen Schimmelstelle haben oder angefressen sind, sie mir trotzdem abnehmen. Danke dafür. Da habe ich nicht so einen hohen Verschleiß oder Ausschuss dadurch. Freuen sich darüber, haben wir eine Win-Win-Situation und die haben ordentliche Mirabellen- und Pflaumenbäume. Danke dafür, dass ich dort ernten darf. Also die Früchte sind wirklich gut. Ein schöner Tausch, wie ich finde. Paprika gegen Mirabellen. Okay, ist jetzt kein direkter Tausch. Und die Mirabellen sind richtig gut. Die sind richtig gut. Vor allem die kleinen blauen, die sind richtig süß. Und ich habe noch ein kleines geheimes Experiment. Es handelt sich um Avocados im Folientunnel. Wäre schon irgendwie lustig, wenn die überwintern. Mal schauen. Oh, was ist denn das für eine schöne Bohne? Eine schicke Feuerbohne. Was für ein Prachtexemplar. Schön gerade. Sowas wächst auch im Garten. Die Supermarkt-Bilderbuch-ähnlichen Bohnen. Gibt's auch ein paar verkrüppelte. Auch bei den Gurken. Ganz normal. Und ja, jetzt seid ihr wieder up to date. Gibt jetzt nicht weiteres Spannendes zu erzählen, außer schöner, klarer, blauer Himmel, 30 Grad, es ist heiß, macht die Gartenarbeit ein bisschen mehr Spaß, auch wenn es manchmal nervig sein kann. Aber dafür bin ich draußen an der frischen Luft, in der Bewegung und kann mich sonnen, kann chillen im Schatten, kann mir die Insekten anschauen. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir doch gerne auch in die Kommentare, was du gerade so am Ernten bist. Die Windmähne. Die Windmähne, die Windmähne.
Schon wieder von der Sonne ausgebleicht.